Herzlich willkommen zu den Connection News Kurznachrichten, dem Workshop zum Thema Wir machen Nachrichten. Am MES Connection Tag hatten alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule die Möglichkeit, sich kennenzulernen und auszutauschen. Hierfür gab es ein breites Angebot an Workshops, in die man sich einwählen konnte. Beim Sport und Spiel, beim gemeinsamen Kochen und Basteln oder beim Forschen und Berichten wurden Kontakte geknüpft und Bekanntschaften geschlossen. Wir waren vor Ort. Nach langem Warten hat unsere Schule nun endlich wieder einen neuen stellvertretenden Schulleiter. Thomas Möller trat am vergangenen Montag sein Amt an. Wir nutzen die Gelegenheit, ihn in unserer Sendung vorzustellen. Herzlich willkommen, Herr Möller, in der Max-Eid-Schule Alsfeld. Würden Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einige Worte über sich erzählen? Gerne, mache ich gerne. Also mein Name ist Thomas Möller, ich bin 42 Jahre alt. Ich wohne in Laubach, das ist ein kleines Dorf im Kreis Gießen. Dort bin ich verheiratet, habe zwei Kinder, die sind 7 und 11 Jahre. Und ich bin jetzt ganz neu hier an der Schule als stellvertretender Schulleiter seit 1.9. Und was mir wichtig ist, ist der Unterricht, dass der Unterricht hier gut funktioniert. Und dafür bin ich auch zuständig für den Vertretungsplan und für die Unterrichtsorganisation. Ja, und ich freue mich jetzt einfach, dass ich hier angekommen bin und in Zukunft hier arbeiten darf. Dankeschön. Zum Schluss ein Ausblick auf das Wetter der nächsten Tage. Regen, Regen und noch mehr Regen.